regelmäßig übergießen, nicht vergessen. Natürlich, Fräulein. Sebastian, ist der Christstollen soweit fertig? Es fehlt nur noch der Puderzucker. Ausgezeichnet. Den Lachs und die Würstchen nicht vergessen. Nein, Fräulein Rottenmeier. Endlich. Überaus glanzvoll. Das habt ihr gut gemacht. Er ist wirklich schön. Gefällt dir der Baum nicht, Clara? Doch, er ist bezaubernd. Ich muss nur an meine Mutter denken. Wenn wir mit dem Schmücken fertig waren, hat sie immer den Stern auf die Spitze gesetzt. So war es bei uns Tradition. Ich weiß was. Von jetzt an setzt du immer den Stern auf den Weihnachtsbaum. Das kann ich nur begrüßen, aber der Karton mit dem Weihnachtsschmuck ist leer. Wo ist der Stern geblieben? Ich weiß es nicht, aber wir finden ihn schon. Verehrte Frau Decker, mit diesem Brief möchten wir Sie wissen lassen, wie es Ulrich geht. Seine Schwester wird sich hoffentlich darüber freuen. Er hat sich gut bei uns eingelebt und ist sehr glücklich. Das Einzige, was ihn betrübt, ist, dass er seine große Schwester sehr vermisst. Deshalb bieten wir Ihnen nochmals an, auch Frieda in unsere Familie aufzunehmen, ohne etwas dafür zu verlangen. Mich aufnehmen, ohne dass Sie etwas verlangen? Was? Dann haben Sie mich also die ganze Zeit über angelogen? Die Fischers wollen gar kein Geld. Du wagst es, so mit mir zu reden? Was tun Sie? Nein, ich bleibe nicht länger. Ich gehe zu Ulrich. Ich kann jetzt lesen und weiß, wo er wohnt. Du willst dich einfach davon stehlen? Hast du vergessen, wer dir Obdach gewährt und dich durchgefüttert hat? Sie halten mich nicht länger von ihm fern. Ach nein, das werden wir ja sehen. Los! Ein paar Stunden da drin werden dich hoffentlich zur Vernunft bringen. Du hast mir gar nichts zu sagen. Wenn du weiter in dem Ton mit mir redest, verkaufe ich dich an jemand anderen. Verstanden?